Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Nicht 3, nicht 2, sondern 1. In der letzten Folge haben wir ja die Kultisten und die Gorgo besiegt. Also haben wir uns das Recht verdient. Eigentlich haben wir uns das Recht verdient, rausgehen zu dürfen. Okay, sonst ist hier niemand mehr. Gut, und dank der Katzenaugen, also der Trank, die Katze, können wir eigentlich noch sehr gut sehen. Ausgang zum Templerdistrikt. Und hier? Abgeschlossen. Okay. Oh, und jetzt kommt der Effekt wieder. Was soll's? Tempelbezirk. Aha. Vizimas Tempelbezirk. Huren, Mörder und Bettler. Der Salamandra-Stützpunkt muss in der Nähe sein. Eine Geißel der Götter, dieser Krieg. Okay, das ist der Eingang zur Kloake. Das ist Rettung. Okay. Ah, da oben ist Siegfried. Interessant. Der Privatdetektiv, den Siegfried erwähnte, könnte hilfreich sein. Irgendwo muss ich ja anfangen. Ja, du hast recht, Geralt. Hier müssen wir anfangen. Und warum sind da zwei Priester? Eine Geißel der Götter, dieser Regen. Wir sind alle Sünder. Aber das ewige Feuer verbrennt unsere Sünden. Herr Schwarz. Alte Frau. Okay. Ich will aber noch nicht zum Detektiv. Seit 3 Tagen hatte ich keinen Bissen. Okay. Ganz gut. Ganz ruhig, alter Mann. Tür zum Deich. Was ist das, Detektiv? Okay, dann. Wir erkunden ein bisschen mal die Stadt. Alte Frau. Klatschbar. Heißt es Klatschbase oder Klatschbase? Okay, und da vorne irgendwo ist Siegfried. Ah, Siegfried, dort drüben. Das ist die alte Frau. Wäre ich jünger, würde ich euch zeigen, was es heißt, mit einer Frau das Bett zu teilen. Okay. Hallo, Fremder. Hallo. Seid gegrüßt. Ich hörte, dass Rivien von einer weisen und starken Königin regiert wird. Sie war einst eine Schönheit, jedoch wurde sie im Krieg verwundet. Jetzt ist ihr Gesicht vernarbt. Ihr seid sehr weltgewandt. Moderne Frauen müssen sich in der Welt auskennen. Unbedingt. Was würdet ihr gern wissen? Gut. Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in der Stadt gehört? Ja. Angeblich soll es der Weiße Wolf sein, dem es vor allem Zauberinnen angetan haben. Er mag alle Frauen, magische Fähigkeiten hin oder her. Hm. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Erzähl mir von etwas anderem. Nee, hier. Er mag alle Frauen. Magische Fähigkeiten hin oder her. Der Barde Rittersporn behauptet etwas anderes. Okay, Rittersporn ist selbst ein Schürzenjäger oder was sagt Rittersporn denn? Dass dieser Hexer kein Interesse an normalen Weibsbildern hat. Er bevorzugt Frauen, die ein Problem haben oder abnormal sind. Wie interessant. Außerdem soll er auch mit Abnormalen seine Probleme gehabt haben. Oh, ihr seid blass geworden. Seid ihr wohl auf? Ich habe ein Problem. Gibt es Neuigkeiten aus dem Andalens-Distrikt? Habt ihr Neuigkeiten über ein... Ich habe ein Problem. Eure Geheimnisse sind bei mir sicher. Ihr habt ein bezauberndes Lächeln. Das ist sehr freundlich, aber ihr habt ein Problem erwähnt. Habt ihr Neuigkeiten über einen Hexer in... Ja. Ja. Ihr wisst gar nicht, wovon ihr da redet. Ah! Ihr wisst gar nicht, wovon ihr da redet.
Wirklich? Ihr habt recht. Kann die Finger von keiner Zauberin lassen, die nicht rechtzeitig wegfliegt. Hier. Dieser Hexer ist völlig normal. Wollt ihr damit sagen, dass ich Gerüchte in die Welt setze? Ich wollte nur... Ich lüge nie. Niemals! Sagen, dass... Verstanden, Tölpel? Ich bin Geralt von Rivien. Ihr habt mich reingelegt. Verschwindet! Was würdet ihr gern wissen? Habt ihr Neuigkeiten? Ja. Aha. Ihr wisst gar nicht, weil... Er mag alle. Wenn ihr hübscher wäret, könnte ich euch mit ihm verwechseln. Es ist schwer, einer Legende gerecht zu werden. Was meint ihr damit? Ich bin Hexer Geralt von Rivien. Ach, das glauben die mir nie. Gebt mir ein Geschenk, das ich meinen Freunden zeigen kann. Ein Kleid? Ein Kleid. Tolle Idee. Nehmt das weg. Okay. Was würde... Habt ihr Neuigkeiten? Habt ihr Neuigkeiten? Ja. Angeblich. Er mag alle Frauen. Magische Fähigkeiten hin oder her. Er mag alle Frauen. Wenn ihr hübscher wäret, könnte ich euch mit ihm verwechseln. Es ist schwer, einer Legende gerecht zu werden. Was meint ihr damit? Ich bin Hexer Geralt von Rivien. Okay. Ein Edelstein? Einen Edelstein? Tolle Idee. Haben wir Edelsteine? Diamant? Goldene Diamantring? Was soll's? Das ist entzückend, Hexer. Freut mich, dass sie euch gefallen. Jetzt möchte ich den weißen Wolf in all seiner Pracht sehen. Kommt mit mir. Was? Ich dachte, es gibt vielleicht Informationen, aber das ist auch gut. Hallo? Kommt mal wieder auf ein Schwätzchen vorbei. Gerne. Ja. Stadtwache Siegfried, mein Freund. Oh. Geralt, schön euch zu sehen. Wo geht ihr denn hin? Zum Deich. Kein Durchgang. Das verbietet der Hauptmann. Warum? Befehl des Hauptmanns. Redet mit ihm. Meine Herren, so behandelt man keinen Helden. Das ist Geralt, der Hexer, der Vizima von einer schrecklichen Gorgo befreit hat. Ein Held? Na, das ändert alles. Er ist fast einer von uns. In dem Fall geht bitte durch, Meister Geralt. Wir trinken im Gasthaus auf euer Wohl. Danke, Siegfried. Eine Überraschung in den Kloaken. Ein Ritter der Flammenrose. Von Kopf bis Fuß in Gestank gehüllt. Normalerweise arbeite ich allein, aber es war eine Gelegenheit, einen Ritter in Aktion zu sehen. Ich muss sagen, er hat sich wacker geschlagen für einen Menschen. Solche Dankbarkeit sieht man nur selten. Okay, dadurch, dass wir mit ihm gekämpft haben, sieht man Dankbarkeit. Hey, Siegfried, mein Freund. Geralt, ich habe mich gefragt, ob ihr nicht vielleicht im Orden beitreten wollt. Heute Nacht wisst ihr von irgendwelcher Arbeit für Hexer? Heute nicht. Wisst ihr von irgendwelcher Arbeit für Hexer? Ihr meint Ungeheuer, die es zu fangen oder zu töten gilt? Der Orden der Flammenrose macht das schon ganz gut. Aber? Die jüngsten Ereignisse halten unsere Streitkräfte ganz schön in Atem. Zudem erhielten wir ein Hilfegesuch. Ungeheuer bedrohenden Bootslandungssteg im Sumpf. Klingt nach Arbeit für einen Hexer. Wer bezahlt dafür, dass sie erledigt werden? Der Orden bestimmt nicht. Fragt bei den Kaufleuten in Vizima nach. Ein wohlhabender Mann namens Leuwarden hat das Gesuch unterschrieben. Ah, Leuwarden. Danke, Siegfried. Ich werde es versuchen. Danke, Siegfried. Ich werde es versuchen. Gut, die Stadtwache? Hey, ihr da! Geht weiter! Versperrt nicht den Weg! Hey, ihr da! Geht weiter! Gut. Versperrt nicht den Weg!
Okay, dann können wir hier nicht weitergehen. Arme Frau, armer Mann. Schild. Fahren wir schon da rein? Raymond Marlow. Ermittler. Okay, Pechschwarz, wer bist du? Seid gegrüßt, werter Herr. Seid gegrüßt. Wer seid ihr? Ein Schuhputzer. Ich befreie eure Stiefel vom Schlamm. Nur zwei Orens. Okay. Eure erste Reise nach Vysima? Putzt einfach meine Schuhe. Kann man so sagen. Erzählt mir etwas darüber. Kann man so sagen. Erzählt mir etwas darüber. Hier gibt es große Probleme. Die haben wegen der Pest eine Quarantäne verhängt. Eichhörnchen kämpfen gegen den Orden. Ungeheuer vermehren sich hundertfach. Und wir müssen uns mit Banditen auseinandersetzen. Wie ein Barde einst gesungen hat, ist Vysima wie ein Bordell, das in Flammen steht. Okay, erzählt mir von der Pest. Erzählt mir von der Pest. Die Pest veranlasste den König, eine Quarantäne zu verhängen, die den Kaufleuten schwer zusetzt. Alt-Vysima wurde abgeriegelt. Leider werden auch die Stadtbewohner hier krank. Sie werden zusammengetrieben und in Majorans Krankenhaus geschafft. Okay, ich interessiere mich für die Banditen, aber nicht für gewöhnliche. Ich interessiere mich für Banditen, aber nicht die gewöhnlichen. Irgendwas ist da seltsam. Sie gehen brutal und zielstrebig vor und agieren überwiegend nachts. Ihre Ziele bleiben unklar. Aha. Erzählt mir mehr über den Orden und die Eichhörnchen. Erzählt mir mehr von dem Orden und den Eichhörnchen. Die Skoyatel führen außerhalb der Stadt einen Guerillakrieg. Der Orden der Flammenrose trat an die Stelle der Spezialeinheiten. Der Hass auf die Anderlinge nimmt täglich zu. Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass sich was Böses zusammenbraut. Rassismus und Feindseligkeit. Immer wieder super. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Es wird euch nicht schwerfallen, Arbeit zu finden. Fragt Kaufleute. Außerdem gibt es Probleme auf dem Friedhof. Gibt es hier etwas Sehenswertes? Wir haben Kaufleute, einen Alchemisten, ein großes Krankenhaus. Okay, ihr redet nicht wie ein Schuhputzer. Jeder hat so seine Leichen im Keller. Lasst mich eure Stiefel versorgen. Ich habe euch lang genug gelangweilt. Ihr habt mich nicht Jede gelangweilt. Menge Arbeit. Gut, aber wir haben Elfen. Okay, ein Fass. Kaufmann des Ordens. Aha. Gut, dann sammeln wir das Zeug hier auf. Armer Junge. Werbung, eine Tür. Kleine Mahakan. Die alten Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergenhandwerker und Elfenkünstler. Okay. Werbung. Ihr legt Wert auf Tempo und Fitness. Sucht nicht weiter. Nehmt das viroledanische Mini-Bastard-Schwert mit verlängertem Griff. Okay. Eine Hure, eine Elfin. Warum kriege ich keine Kunden wie euch? Ich habe etwas für euch. Ich weiß nicht, wie in Türmen eingesperrte Prinzessinnen ihre Dankbarkeit zeigen, wenn sie befreit werden. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. Okay. Diese Folge scheint eine Folge der Nächstenliebe zu sein. Zuerst geben wir einer Dame einen Edelstein, dann geben wir einen Schuhputzer Geld und jetzt einer weiteren Halbelfin und Elfin. Mein Volk stirbt und ich kann nichts dagegen tun. Okay, und die Halbelfin? Seid auf der Hut, wenn ihr hier bleiben wollt. Nachts machen Fanatiker Jagd auf Anderlinge. Nur wieder das Gleiche. Schmied, eine Tür. Okay, hier kommt man nicht weiter. Gut, wir schauen uns einfach ein bisschen die Stadt an.
Der Schmied. Sultan Shivai. Gewaltiges Haus. Vivaldi, das sagt mir irgendetwas. Die Vivaldi Bank. Ja, ja. Okay, Werbung. Kommandant der Stadtwache. Kommandant? Gestern Nacht ist die Wache auf lebende Tote gestoßen. War mal Junge. Ein Zwerg? Wenn ich Vivaldi wäre, würde ich tun, was in meiner Macht steht, um diese Stadt zu zerstören. Ich weiß nicht, ob das... Meine Mutter will nicht, dass ich mit Fremden rede. Ich bin Geralt, jetzt bin ich nicht mehr fremd, jetzt kannst du mit mir reden. Und ich weiß nicht, ob man das so laut sagen sollte. In einer Stadt, in der es von Rassismus nur so wimmelt. Eine grüne Laterne. Eine Tür. Aber gut. Schildwerbung, Stadtbewohner, Okay, wie sieht die Stadtkarte schon aus? Haus von Vivaldi, dem Zwerg, und Kalksteins Haus. Oh. Armer Mann. Vielleicht hat er Infos. Die Stadtwache meidet uns. Wer soll uns beschützen? Okay, die Stadtwache. Der Gärtner. Moment, unbekanntes Kraut. Aha. Krankenhaus des Propheten Majoran. Okay, was sagt Wir sind alle Sünder. Naja. Aber das ewige Feuer verbrennt unsere Sünden. Gut, sehr schön. Okay, wir schauen nachher da drüben. Mein Mann duldet nicht, dass ich mit Fremden rede. Okay. Der Rauschmeißer. Gut. Waffenschmied des Ordens. Ah. Carmen, arme Frau. Aha, aha. Kaufmann des Ordens. Waffenschmied des Ordens. Was haben wir? Waffenschmied des Ordens. Und hier? Nichts. Okay. Kaufmann des Ordens. Seid gegrüßt, Herr. Kann ich euch helfen? Seid ihr der Lehrling des Schmieds? Herr, ich fege, heize die Öfen an, führe das Geschäft. Darf ich mich mal umsehen? Wie ihr wollt. Okay, zeig mir deine Waren. Okay. Ja, ich will das Zeug verkaufen, so wie das hier auch. Sonst hast du nichts Neues. Verdammt, wir müssen ja das Zeug zurückholen. Und die... Das brauchen wir unbedingt. Gut. Erlitten Schaden minus 5. Hier würden wir... schon viel, viel besseres Zeug kriegen. Okay. Kaufmann? Seid ihr der, von dem Siegfried gesprochen hat? Siegfried? Der Ritter aus den Kloaken? Ihr seid es wirklich. Diese Gorgo hat uns eine ganze Weile Ärger bereitet. Ich habe gehört, es soll ein harter Kampf gewesen sein. Sie war jung und schnell erledigt. Was führt euch her? Verkauft ihr auch Waffen? Verkauft ihr mir Waffen, so. Nee, da steht, verkauft ihr mir eure Waffen. Waren. Gott, mit dem Lesen habe ich es heute nicht so. Verkauft ihr mir eure Waren? Siegfrieds Freunde sind hier immer willkommen. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sprecht mit meinem Lehrling. Ich bin für Schmiedeaufträge und Sonderbestellungen zuständig. Okay. Ich muss das mal testen, wie es ist mit dem Schmieden. Was braucht ihr etwas? Also, wann seid ihr dem Orden beigetreten? Das ist schon etwas her. Mein Vater war ein Waffenschmied und ich trat in seine Fußstapfen. Okay, und was macht der Orden in Vizima? Wir helfen beim Kampf gegen die Pest, wahren den Frieden und kämpfen gegen Ungeheuer. Da habt ihr ja eine Menge zu tun.
Wir schützen das Volk und tragen das Licht der ewigen Flammenrose. Okay, macht's gut, mein Freund. Macht's gut. Okay, da sind Rauschmeister, das Huchen. Infantiere. Ja. Ah, da ist Siegfried. Wachlokal. Poster. Siegfried. Geralt, ich habe mich gefragt. Naja. Wartet, bevor ihr ablehnt. Ich will euch ein paar Dinge erklären. Okay, na gut. Erklärt es mir. Na gut. Primo, der Orden wurde gegründet, um den kleinen Leuten zu dienen. Secundo, jeder kann beitreten, ob Bauer, Edelmann oder Hexer. Tertio, die Ritter des Ordens genießen zahlreiche Privilegien. Ich habe genug gehört. Quarto, die Ritter des Ordens jagen Ungeheuer. Was haltet ihr davon? Nein, danke. Okay, Poster, Orden des Flammenrosen, ewiges Feuer ist unsere einzige Hoffnung, bla bla bla. Propaganda, aber Moment. Ist das die Siegfrieds Posten? Gasthaus zum haarigen Bären? Kloster des Orden der Flammenrose? Haus des Helas Thala. Ah, Thala. Stadtkerke. Ah. Vincents Posten. Da müssen wir eigentlich hin. Kurtisane. Und andere Leute. Tempeltor. Siegfried sprach von euch. Gut. Ritter des Ordens. Aber hier kann man nicht rein, oder? Nein. Unsere innere Stärke wird die Welt heilen. Gut. Wir geben unser Leben für den Orden. Ja, mit Galgen. Ich hoffe, die sind nur zu Zierde da. Friedhofsgasse. Werbung. Biberfeld und Töchter. Feine Kleidung. Schals, Handschuhe, Hochzeitskleider, Umnähen von Hosen. Okay. Der Poster für die Flammenrose, Schild. Ah, der Totengräber. Der Friedhof. Tote und Untote warten hinter diesem Tor. Jede Menge Arbeit für einen Hexer. Okay. Hallo, mein Freund. Was darf's sein? Kiefer oder vielleicht Eiche? Eine ganze Gruft? Mal sehen, 5 Ellen breit? Ich brauche keinen Sarg. Ich habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit zu sterben. Ich brauche keinen Sarg. Ich habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit zu sterben. Klingt logisch. Vielleicht können wir ja Geschäfte machen. Okay, und was für Geschäfte? Was für Geschäfte? Eine Partnerschaft. Mit diesen Schwertern, da schlagt ihr zweifellos dann und wann ein paar Köpfe ab. Lasst es mich wissen, wenn ihr wieder einen abmurkst. Ihr bekommt euren Anteil am Erlös des Sarges. Was denn Unsinn? Ich brauche etwas anderes. Ihr seid krank. Ja, bei den Banditen, die mich angreifen, warum nicht, aber... Lass den Unsinn. Ich brauche etwas anderes. Was braucht ihr? Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Warum ist der Friedhof abgeschlossen? Weil die Toten nicht in Frieden ruhen wollen. Keine Angst, im hellen Sonnenschein bleiben sie in ihren Gräbern. Aber jemand sollte sich darum kümmern. Vielleicht setzt ja jemand mal eine Belohnung aus, doch bis jetzt scheint es keinen sonderlich zu stören. Okay, erzählt mir etwas anderes. Ich werde mich darum kümmern, wenn ihr bereit seid zu zahlen. Bis dahin sage ich, lebt wohl. Erzählt mir etwas anderes. Was braucht ihr? Okay. Ich habe etwas für euch. Nein. Scherzt ihr? Nein, ich scherze nicht. Oh, was steht da? Friedhof. Ich dachte, das wäre ein anderes Schild. Gut. Solange niemand dafür zahlt, machen wir uns auch die Hände nicht schmutzig. Wir sind keine Samariter. Und die vom Orden der ewigen Flammenrose... Oder der Flammenrose. Heißt ewige Flammenrose oder Flammenrose? Ich glaube Flammenrose. Die machen's... Unglaublich. Visima kann sich eines anrüchigen Viertels rühmen.
Okay, Schurke. Verdammt, was für eine Missgeburt. Ein Hund? Gut. Ihr sucht Abenteuer? Ja, vielleicht eine Hure, eine Frau. Rauschmeister. Boxfleischhaus? Wow. Oh. Stramme Hüftenbordell. Gasthaus zum haarigen Bären. Okay. Rauschmeister? Habt ihr euch verirrt? Wer lebt hier? Beantwortet eine Frage nie mit einer Gegenfrage. Dann werde ich das mal anders formulieren. Ganz schön frech. Dies ist das Haus von Boxfleisch. Er sagte nichts von einem Mutanten, der zu Besuch kommt. Also verschwindet. Ja, ich bin schon weg. Okay, was haben wir hier? PDFs. Aha, aha. Alte Frau, eine Tür. Schurke. Carmen. Was? Schurken. Wow. Und eine Kurtisane. Ich würde sogar bezahlen, um bei euch zu sein. Wirklich? Wie viel? Ist das nach dem Besseren zu hoch? Sagen wir mal. Hundert. Raus! Oder ich rufe den Boss. Okay, dann willst du halt eben nicht. Mhm. Schurke, alte Frau, eine Hure. Ah, Anschlagbrett. Und, hier ist der haarige Bär. Aber, Moment. Das ist der Spieler, Lagerfeuer. Ah, zu den strammen Hüften. Ah, das muss hier sein. Stramme Hüften. Sehr gut, und davor ist Carmen. Hm. Gut, aber von der Zeit her würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.